Und damit wunderschönen guten Morgen hier auf Island. Wir sind immer noch in Reykjavik. Heute fahren wir raus aufs Land, in die Natur rein. Wir machen den Golden Circle. Ja, da tauchen wir einmal in die Silfra-Spalte ab, gucken uns ein paar Geysire an. Die ersten Wasserfälle warten da auf uns. Also spektakulär wird's, hoffe ich mal auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon aufgeregt, wie das Ganze so ablaufen wird, auch mit dem Rumfahren. Das wird superklasse, von daher will ich euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Ab zum Mietauto und raus in die Natur. So, Thermoanzug ist drüber, jetzt kommt noch der Neopren, denn das Wasser ist sehr, 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 sehr kalt. So, Full Protection, Wahnsinn, hier reinzuzwängen, eine Erfahrung wieder. So, wir sind angepackt. Oh, jetzt geht's in die Silfra-Spalte. Also wie überall hier in diesem Park sieht man immer diese Risse in der Erde, merkt man diese tektonische Aktivität, aber landschaftlich, jetzt lassen wir mal das Wetter außen vor, das ist einfach traumhaft hier im Nationalpark. So, also der Tauchgang, solche Tour hier in der Silfra-Spalte, was wir hier jetzt alle im Hintergrund auch anfangen, haben wir erledigt. Wollte eigentlich die GoPro mitnehmen, war aber ein bisschen zu gefährlich, wenn die mir dann einmal runterfällt, ist natürlich für immer weg. Aber Bilder hat der Guide gemacht, der Henry. Super Tipp übrigens, hat wirklich Spaß gemacht. Das war eine Erfahrung, einfach nur empfehlenswert hier im Nationalpark, im Thingvellir. Also, Golden Circle Part 1 erledigt, jetzt geht's weiter zu den Geysiren. Es macht einfach so Spaß, hier rumzufahren, die ganze Landschaft anzuschauen dann. Und damit herzlich willkommen hier im wunderschönen Geysir Nationalpark. Also man muss hier ganz schön aufpassen, das Wasser hat 80 bis 100 Grad. Klar, kommt ja auch wieder voll aus dem Erdinneren. Mutter Natur, was bietest du wieder hier Wunderschönes? So, hier ist der kleine Little Geysir und da hinten, wo schon die Menschen stehen, da ist der große Strokur Hauptgeysir. Da gehen wir jetzt mal hin und hoffen, dass eine Fontäne kommt. Nach den Geysiren ist vor dem Wasserfall. Wir sind zurück im Auto auf dem Weg zum goldenen Wasserfall, der sogenannte Gullfoss.
Und der nächste Spot ist erreicht. Man sieht da hinten schon dampfen. Der Gullfoss Waterfall, einer der Hauptwasserfälle hier auf Island. Wenn man sich mal hier umschaut, einfach mitten in der Landschaft, ist überragend hier. Windet, deswegen Mütze an, ab geht's. Also das ist einfach der Wahnsinn, hier entlang zu laufen mit dem Wasserfall im Hintergrund. Ich hoffe, man hört mich, der ist nämlich ziemlich laut. Also die Natur, das ist auf Island ein Highlight, jagt hier das andere, der absolute Wahnsinn. So, und wenn er gratis duschen möchte, ist hier genau richtig. Natur pur, der absolute Traum. Ich glaube, ich sage es viel zu oft, aber es ist einfach wirklich traumhaft schön hier. Ganz da hinten in der Ferne der Eyjafjallajökull. Ja, Gesundheit. So, jetzt hier abseits der Straße auf der Schotterpiste in Sicht unsere Unterkunft für den heutigen Abend. Also dann machen wir mal den Check-in und gucken uns unser Häuschen für heute Nacht mal von innen an. Und mit dieser herrlichen Sicht hier und der Sonne in unserem kleinen Häuschen, der Eyjafjallajökull, verabschiede ich mich heute von diesem Tag. Heute war ja, wie gesagt, Golden Circle am Start. Wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das war alles eine 10 von 10. Diese Tour sollte man immer definitiv machen, wenn man auf Island ist, mit dem Auto einmal diese Tour abzufahren. Es sind auch insgesamt nur so 2-2,5 Stunden, ist ja auch in der Nähe von Reykjavik, von daher tippitoppi. Ja, ich kann wirklich nichts Schlechtes da sagen. Das war in der Silfra-Spalte überragend, gerade so aus geografischer Sicht auch. Dann die Geysire, also sowas in echt mal zu sehen, atemberaubend jedes Mal, wenn der ausbricht. Und dann zum Abschluss jetzt noch den Gullfoss, diesen riesen Wasserfall. Ja. Wahnsinn, diese Wassermenge, die da runterprasselt. Und jetzt danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Episode. Seid gespannt. Deswegen kostenloses Abo dalassen, um ja kein Island-Vlog zu verpassen. In diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen.